Vor einigen Wochen fragte ich Sie, hey, wie sieht's aus, wenn ich einige Themen in einem Pay-Kanal kompakt anbiete? Und das fand Ihre überwiegende Zustimmung. Jetzt ist es soweit. Das erste Thema Fahrwerk steht unter der eingeblendeten Adresse zur Verfügung. Wie ist dieser Kurs aufgebaut? Sie werden geführt durch Arbeitsblätter, die Sie ähnlich aus der Berufsschule kennen. Und die Fragen darin beantworten Sie mit Hilfe von 5 kompletten Unterrichtsfilmen ohne jede Werbeeinblendung, durch die schon bekannten Infoclips und durch zahlreiche Animationen. Am Ende gibt es eine umfangreiche Klassenarbeit, die Sie natürlich lösen sollten. Damit Sie auch immer sicher sind, dass Sie die richtigen Antworten finden, gibt es für alle Arbeitsblätter und auch für die Klassenarbeit Lösungsvorschläge. Ich sehe das Ganze nicht als Konkurrenz zu Ihrem Betrieb oder zur Berufsschule, sondern immer als Ergänzung. Wenn Sie diesen Kurs absolviert haben und gehen in die Gesellenprüfung GP2, dann kann Ihnen beim Thema Fahrwerk wirklich nichts mehr passieren. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Übrigens, die Einnahmen aus diesem Pay-Kanal werden wieder zurückfließen in die Erstellung neuer Unterrichtsfilme, in Animationen, in weitere Investitionen in unseren Kfz-Ausbildungskanal oder in den Pay-Kanal. Und wenn Sie stutzen bei dem Preis, der in dem Kurs angegeben ist, das ist der offizielle Preis für jedermann. Für meine Freunde aus Facebook und meine User aus dem Kfz-Ausbildungskanal mit inzwischen mehr als 5.000 Abonnenten, weit mehr als 1 Million Nutzungen, für die gibt es und wird es auch immer geben Sonderkonditionen. Die sind hier eingeblendet oder die finden Sie als Hinweis immer wieder unter dieser Rubrik. Ich wünsche Ihnen in jedem Fall, mit oder ohne Pay-Kanal, dass Sie Ihre Ausbildung erfolgreich weiterführen, am Ende erfolgreich abschließen. Und wenn Sie denn Erfolg hatten, dann freue ich mich auch mal über eine Rückmeldung, wie es denn so gelaufen ist und ob Ihnen der Kfz-Ausbildungskanal oder zukünftig vielleicht auch der Pay-Kanal dabei geholfen haben. Ich drücke Ihnen alle Daumen und wünsche Ihnen alles Gute. Bis dann.